Er nickt dir einmal zu. Ganz kurz, Oti, haben wir uns jetzt schon vorgestellt? Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Ja, Also haben wir, du ne? sagtest Direkt am zumindest Anfang. deinen Namen. Ich weiß nicht, ob Ephedaios seinen sagte. Wahrscheinlich nicht, aber der dürfte im Gespräch mal gefallen sein. Alles klar. Nun, Ephedaios, kann euch nur anraten, euch noch einmal untersuchen zu lassen. Wenn ihr einen anderen Fluch habt, dies erst auf hoher See festgestellt wird, dann ist es zu spät. So spät. Ich hoffe nicht. Geht am besten zum Ingerim-Tempel. Dies war das Werk seines Widersachers, dem Schänder der Elemente. Engelin? Niemals. In dessen Götterhaus werde ich keinen Fuß setzen. Ach, stimmt. Ihr habt ja so etwas mit Feuer. Ich erinnere mich. Dann geht zu eurem eigenen Tempel. Fragt dort nach Hilfe. Ich denke, sie können euch auch am besten Beistand geben. So einer schweren Stunde. Vielleicht weiß auch der Erzmagus mehr darüber. Naja, Das schauen wir mal. wäre eine andere Option. Doch ich hörte, die Magier hier in Kunchom sind noch teurer als die in Fasar. Nun, ich hoffe, ihre Gier und ihre Gier nach Wissen wird sie ihren Preis überdenken lassen. Seid vorsichtig, wenn ihr mit ihnen handelt. Männer hier in Kunchom haben Fex als ihre Schutzgottheit erwählt. Sie werden euch höchstwahrscheinlich überlisten. Daraus denkt an das Spiel Rote und Weiße Kamele zurück. Ei, werde ich mir merken. Dann nickt Ahmad dir nochmal zu, klopft dir noch einmal kameradschaftlich auf die Schulter und ja, würde sich dann erstmal da in die Nähe von Hilal, Porkum und wer war der Letzte? Moment. Bilal, Porkwurm und Potro. Ja, dann würde ich mich da einfach mal in die Nähe stellen und zu so gucken, worüber die so reden. Okay. Ja, derweil, ihr hattet gerade gesprochen über, lass dich nicht über die Ohren ziehen. Da steht gerade Kiaras zusammen mit Romilly auf einem, ja, es ist wahrscheinlich keine Lorcha, sondern eine Talucke, einmastig, ziemlich klein. Und hier ist, die Planken sind sehr modrig, fällt dir auf. Wirst wohl gerade von der Maklerin über das Eck geführt, eine Sajida Sonia Amine, die dir dann erzählt hat, dass dieses Schiff wohl aus der Sargasso-See geborgen worden ist. Mit dicken Schleppern hat man das dann wohl irgendwie befreit vom Tang und ja, dann hat man das wieder wohl zurückgeholt und jetzt ist das zu einem unglaublich günstigen Preis zu haben. Und ja, hat euch da so ein bisschen übers Deck geführt und jetzt sitzt ihr ja direkt am Hafen in so einer kleinen Kneipe. Da ja, Sold und Säbel ist das wohl, viele, viele Söldner, die hier auch rumsitzen. Ihr habt euch dann eher nach draußen gesetzt, wo ihr ein bisschen ruhiger, schattiges Plätzchen habt. Gerade vor euch aufgebaut, ja, die obligatorischen Sitzsäcke, eine Wasserpfeife und ein Spiel Rot und Weiße Kamele. Und während gerade der Tee eingeschenkt wird, könnt ihr dann jetzt in diese Verhandlungen eintreten, wenn ihr möchtet. Das ist machbar, ein solches Schiff zu reparieren. Dafür braucht ihr aber Rohholz und viel Zeit. Ja, allerdings halt, die Frage ist halt, ob es möglich ist. Also, das Es ist Wichtige ist möglich, halt, ohne Probleme, ja. dass der Kiel nicht komplett durchgerottet ist. Wenn der nicht durchgerottet ist, den Rest kann man ersetzen. Ja, wie gesagt, die Planken müssen nach und nach ausgetauscht werden. Also nicht nur das Oberdeck, sondern auch der Rumpf und das kostet Zeit. Ja, aber darauf achte ich halt, weil Ja, der, wie ich gesagt, gehe der ja nicht Rumpf davon auch. aus, Der dass wir das Rumpf Schiff auch. verlieren dann. Ja. Ja, es ist auch sehr langsam, kann sie dir sagen. Das ist gerade wohl ein Problem durch die ganzen Seepocken, die auf der Unterseite sitzen. Man kann das auch alles trockenlegen und das kann man restaurieren, aber das kostet wieder alles Zeit. Glücklicherweise habt ihr sowas. Also ihr könntet dann in eurer eigenen Werft, könntet ihr dann die Tore, die Schotten dicht machen, das Ganze trockenlegen und dann ist das so eine Arbeit von, ja, du bist kein Zimmermann, da müsstest du jetzt mal jemanden fragen, der davon Ahnung hat, aber das würde man machen können. Ja, deswegen wollte ich auch noch mit dem Captain reden. Ob er denn einen Zimmermann hat, das wäre schon echt praktisch zu wissen.
Lass ich zu, also ja, Zimmermänner gibt es. Es gibt einen, der hat gerade keinen Auftrag. Das ist wohl Porquom, der Zerstückler, derjenige, der mit seiner Säge immer herumspielt und immer fiese Witze darüber macht, wie er gerne Leuten Gliedmaßen absägt. Und naja, Ephadaios soll wohl auch ein ganz behender Zimmermann sein, hat man dir dann wohl im Vorbeigehen so mal, hast du das gehört? Aber ja. Selber gesehen hast du ihn noch nicht, dass er da handwerken könnte. Sehr gut. Allerdings, da wir das Schiff halt nur für eine kurze Fahrt brauchen und es danach in den Trockendock kommen kann, hört sich das für mich sehr verlockend an. Genau, Definitiv. also das wäre wirklich möglich. Zwei Touren könnte es überleben, einmal hin und dann mit einer Grundbesatzung wieder zurück und dann kann es in langer, langer Arbeit, während ihr mit der Arche umherfahrt, kann das restauriert werden. Das ist also ein eine Möglichkeit, auf lange Zeit ein weiteres Schiff zu erwerben für die Flotte. Ja, und ein Versorgungsschiff. Hört sich doch sehr interessant an. Vor allem eins, das nicht als Piratenschiff einkassiert wird. Auch ein bisschen Farbe drauf und dann sieht das schon viel besser aus. Ja, wie gesagt, das sind so die Informationen, die du jetzt bekommen hast und ja, Verhandlungen laufen natürlich ab über rote und weiße Kamele. Ja, kann man so nebenbei Natürlich. ziehen und schieben und sich dabei unterhalten und einen Tee trinken. Also so eine Verhandlung dauert natürlich dann ja, mehrere Stunden. Ja, ich versuche natürlich auch meine anderen Qualitäten ein wenig zu nutzen. Ja, andere Und mach ihr Qualitäten. Was willst du mir denn hübsche anbieten? Augen. Willst du sie betören? Ach, natürlich. Ah, okay, gut. Dann würfeln wir mal eine Betörenprobe. Jo. Und dann kannst du mir mal. Autsch. Dann kannst du mir mal eine Brett- und Kartenspielprobe geben. Oh, da hatte ich nicht gut. Ja. Und dann hätte ich noch gerne eine Schätzenprobe bzw. Überreden mit der Spezialisierung Feilschen. Ich zum Schätzen. Und danach würfelt sie. Genau, Schätzen ist dann einfach, um den groben Wert dann abzuschätzen. Das wären dann alles eben die Erleichterungen für die, jetzt die Überredenprobe. Wie gesagt, mit der Spezialisierung Feilschen. Wenn du die Spezialisierung nicht hast, ist die Überredenprobe schon mal erschwert um 3 Punkte. Ja, ich habe Spezialisierung nicht. Gut, das heißt, die Überredenprobe ist erschwert, warte kurz, um 3 Punkte. Sie ist erleichtert um Betören halbe, sind 5. Sie ist erschwert um Brettspiel volle, weil, naja, versagt. Das sind -3, bist du bei 2 Punkten noch, die übrig bleiben. Und die Schätzenprobe hilft, ja, nicht so sehr, da sag ich mal ein Viertel. 12 Viertel sind 3, das heißt, du bist bei 5 Punkten Erleichterung, 3 Punkte Erschwernis, bist du bei einer Erleichterung von 2. Für Rechnerei, eine Probe. Bam. Möchte Romilly denn etwas mit einbringen? Möchte sie Da sie Romilly die, helfen? da Romilly die Sprache nicht kennt, könnte das mitunter ein großes Problem werden und das eher zu unseren Ungunsten beeinflussen. Möchtest du denn deine Magie benutzen? Die ist ja hier in Kuntium selber auf Festland nicht erschwert. Dafür müsste sie dich ja nicht verstehen, wenn du selber zauberst. Wäre natürlich eine Option. Ist nur eine Frage. Überlege gerade. Einen Moment bitte. Dann kommt jetzt einmal die Gegenprobe von der Händlerin. Sie würfelt auf 14, 14, 12 und hat die vollen 12 Punkte übrig. Das heißt, aktuell hast du 4 Punkte mehr als sie. 4 Punkte mehr. 4 mal 5 sind 20% runter. Zum aktuellen Zeitpunkt. Was für eine Mimik kann ich denn bei der guten Frau ausmachen?
Was für eine Mimik. Ja, sie ist auf alle Fälle gerade sehr an Kiaras interessiert. Du kannst wohl sehen, wie er sich da gerade an dem offenen Hemd rumspielt und sich durch das Brusthaar streicht oder sowas oder durch die offenen Haare und einmal nach hinten streicht und sie leckt sich und beißt sich so ein bisschen über die Lippen. Also sie ist definitiv sehr an Kiaras interessiert. Nun, dann wird Romilly sich da nicht einmischen. Okay. Ja, das macht das schon. Ja, von den 1000 Dukaten 20% abgezogen, 800. 800. Richtig. Ja, Tulam, das ist das Brett- und Kartenspiel. Weiße, rote, weiße Kamele, da würdest du dich dann abziehen und du hast da überhaupt keine Chance gegen sie, aber sie ist dir so erlegen, das ist ihr quasi egal und sie würde dich gerne ohne die Begleitung, sie fragt auch nochmal nach, wer das denn ist, die Frau neben dir, ob das dann deine, weiß ich nicht, Schatzmeisterin ist. Zumindest ist sie sehr gestört von ihr und würde sie ganz gerne dann, würde dich gerne noch einmal später abends auf einen Mokka oder sowas wiedersehen. Das Angebot nehme ich gerne. Ausgezeichnet. Ja, 800 Dukaten, das ist der Preis. Tiefer kann sie nicht gehen, sonst würde sie Verluste machen und sie ist ja auch nur eine Maklerin. Sie verkauft das Schiff für jemand anderes. Da verzichtet sie auch schon auf Natürlich. ihre Provision und ach ja, man hat es nicht. Ja, Man hat's dafür nicht belohne gleich. ich sie ja. Das, ja, hofft sie. Ja, dann unterbreite ich unserem Captain das Angebot. Ah, ich meine. So, ist er schon bei mir, oder? Ja, genau. Also das Gespräch dauert dann, wie gesagt, den ganzen Tag und dann so gegen 18 Uhr kommen die beiden wieder mit dem Angebot zurück und Kiaras müsste dann mit dem Geld oder zumindest mit einer Anzahlung, da würde sich denn, sie braucht vielleicht nicht alles, aber mindestens die Hälfte und mit diesem Gelde müsste Kiaras dann wiederkommen und bleibt dann wohl auch über Nacht. Also, wir haben 850 Dukaten an der Hand. Minus den Heiltrank, den wir gekauft haben. Minus. Der Wie viel Heiltrank sagt? waren 100 Dukaten, ne? 105. Wie viel sagt ihr, brauchtet ihr? Nun, das Schiff wird wohl 800 Dukaten kosten. Ihr müsst aber bedenken, dass es eine durchaus eine Investition in Zukunft ist. 800 haben wir gerade nicht hier. Ich kann euch 500 geben, dann haben wir noch ein bisschen Kleingeld über. Nun, 400 wird für eine Anzahlung reichen, definitiv. Zum Kapitän. Verzeiht, wenn ich mich einmische, aber ich könnte euch durchaus mit einigen Münzen aushelfen, wenn ihr mir sagt, wie viel noch fehlt. Lasst mich nochmal durchrechnen. Ich glaube, ich habe mich verzählt. Ich hätte insgesamt höchstens 675 hier. Plus was auch immer in meinen Taschen ist. Krümel und Staubflusen. Ja, drei Heller vermutlich. Also, wenn ihr zufällig in eurem Säckelchen da hinten 130 Dukaten liegen habt. Nämlich einen kleinen Moment entschuldigt, dass ich nachsehen kann, wie viel genau es ist. Wie gesagt, 400 wird für eine Anzahlung reichen und den Rest kann man als Schuldschein dann bezahlen, wenn die Übergabe gemacht wird. Ich bin mir nicht sicher, ob Romilly bei einer nächtlichen Flucht alles vom Schiff runtergenommen hat. Ich glaube nur, du Erstmal hast wie die f Oktan geschnappt und bist dann mit Ephadaios gerudert. Aber als sie am Anfang aufgebrochen sind, hat sie ihr Gepäck mitgenommen. Oh, na gut. Außer du möchtest, dass das nicht so ist. Also, wenn, ja, kannst du auch so machen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele Dukaten hast du denn da drinne? Moment, ich schau grad. Das dürfte, also 300 solltest du ja nicht drin haben. Das glaube ich jetzt Nein, nicht. 300 nicht, das müssten noch ungefähr 150 sein. 150 Dukaten? Ich habe die Ausgabe von letzter Woche noch nicht abgerechnet, aber da sind noch 150 übrig. Ja, also für das ganze Schiff reicht es nicht. Du könntest natürlich dann versuchen,
weniger Prozente dann damit zu bekommen, wenn ihr dann jetzt so eine Anzahlung liefert oder so. Wenn du da jetzt dein Geld ausgeben möchtest. Warum nicht? Ich merke auch gerade, ich habe mich verzählt. Wir liegen gerade bei 775 Dukaten, die wir haben. Dann reicht es doch fürs Schiff. Ich wollte gerade sagen, also 850 hattet ihr mit Ragnar bekommen. 110 weg von dem Heiltrank und 150 von Romilly in die Kasse rein. Da solltet ihr auf alle Fälle über 800 rauskommen. Ja, ich habe die 50 von... Reicht dann sogar für das Holz. Also wenn ihr möchtet, dann könntet ihr das ebenso machen. Ja, ja, ein paar wir. Münzen behält Romilly zwar zurück, aber ihren Großteil bekommst du jetzt gerade ausgehändigt mit einem recht schweren Sack. Das ist eine ziemliche Menge Gold. Ich habe auch hart und ehrlich dafür gearbeitet. Das will ich euch nicht in Abrede stellen. Was ich meine ist, ihr solltet mit so viel nicht in Kunjom herumlaufen. Fragt der Fadagos mal, der kann euch da die ein oder andere Geschichte erzählen. Eigentlich nur eine. Sehr gut vorstellen, was ihr... Aber glücklicherweise ist ja nichts geschehen. Wie viel hast du jetzt ausgehändigt? 150. 150, alles klar. Also ich sag mal so 10 Dukaten für deinen Lebensstil, das habt ihr alles irgendwie in eurer Tasche. Also wenn Kiaras jetzt auch die ganzen Sachen bezahlt, die 10 Dukaten, ja, das interessiert mich nicht. Nur wenn ihr jetzt anfangt mit einer neuen Waffe für 50 Dukaten oder 100 Dukaten, das ist dann schon eine Rechnung, die würde ich ganz gerne sehen. Aber wie gesagt, wenn ihr mal hier 2 Silber und da 2 Silber, das interessiert mich alles nicht. Ne? Also mit solchen Dimensionen rechnen wir nicht mehr. Das heißt, so ein bisschen Portokasse-Geld habt ihr alle irgendwie dabei. Außer Jarlan, weil der ist Ritter. Okay, dann könnt ihr das Schiff quasi direkt bezahlen und Kiaras wieder losschicken. Und kommt nicht zu spät nach Hause. Es wird wohl eher früh werden. Gut, wenn ihr wollt, können wir diesen Tag springen. Es sei denn, ihr möchtet noch irgendetwas tun. Ich würde gerne mal zu den Söldnern gehen und die fragen, wer von denen denn der beste Kämpfer ist. Der beste Kämpfer? Ja. Oh ja, das ist Sephira Jida. Und das sagen auch alle? Die Mittelreicher sind da so ein bisschen, also nicht unbedingt rassistisch, aber sie erkennen das an, dass die Maraskaner einfach zu gut sind, ja. Sephira Jida. Soll ich mal zu Sephira Jida gehen? Beziehungsweise, Entschuldigung. Ja, doch, Sephira Jida. Das gibt sich alles nix. Ja, dann würde ich sie mal auf Tulamidisch begrüßen. Sondra zum Gruße. Euer Name ist Sephira Jida. Sephira Jida, Bruder, Schwester. Ja, die Welt ist schön. Was kann ich für euch tun? Nun, ich habe nicht unbedingt einen Auftrag für euch, aber eine Bitte. Ich würde mich ganz gerne mit euch messen. Hört, ihr seid hier die beste Kämpferin. Ich würde euch gerne zu einem Probekampf herausfordern, zu einem Duell. Interessant. Das könnte ich tun. Das könnte ich jetzt. Nun, wenn ihr wollt, können wir uns auch morgen, wenn das Scheibe aufgeht, vor den Stadttoren treffen. Ich hörte, hier in Kunchom sind Duelle nicht gerne gesehen. Ich glaube, wenn wir uns jetzt hier... Ich meine, gehen wir doch einfach die, durch die Tür hier und dann können wir uns doch hier einfach bekriegen. Also ein kurzes Duell, das wird doch keiner erfahren. Na gut. Wir können das auch jetzt machen, oder habt ihr Angst? Natürlich habe ich keine Angst. Nun, habt ihr irgendwelche Regeln zu diesem Duell? Möchtet ihr bis aufs erste Blut, bis aufs zweite Blut... Bis aufs dritte Blut gestatte ich nicht. Nun, dann nehmen wir doch das erste Blut. Aber... Wer den ersten Schaden macht, der gewinnt. Richtig. Mit welcher Waffe wollt ihr kämpfen? Nun, dann werde ich... Ja, ich werde mit Schild und Schwert kämpfen. Das mag zwar für eine Maraskanerin sehr unorthodox sein, aber...
Nun, ich habe kein Schild. Wäre es mir gestattet, wenn ich stattdessen meine andere Waffe nutze? Er schaut mal, also er hält seine Hand dann mal auf den Rondrakam. Mir ist völlig egal, mit was ihr kämpft. Sehr wohl. Ja, dann würde Ahmad mal seinen Rondrakam ziehen. Ihr zunicken, irgendwelche anderen Bedingungen für dieses Duell? Nein. Ich glaube, es ist ja auch nur ein Test, oder? Natürlich. Ich möchte die Stärke des stärksten Kämpfers testen. Also gut, dann versuchen wir es doch einfach. Alles klar. Stellt euch bitte dorthin und dann gehe ich 7 Schritt von ihr weg. Bilal, du kennst das Prozedere. Ich pass auf. Du sagst uns, wann es losgeht. Los? Ja. Ja, dann bist du nicht maximal orientiert und komplett verwirrt. Initiative auswürfeln. Ja, ich sag zu ihm, das haben wir doch besprochen. Und dann würfel ich meine Initiative. Also, tatsächlich hätte er hier also die Grundzüge beigebracht, aber der Junge lernt einfach nicht. Ja, dann hast du die höhere Initiative. Möchtest du als erstes angreifen? Nee, ich würde jetzt erstmal auf 3 Schritt an sie rangehen. Mit dem Rondrakam quasi zwischen ihr und mir. Okay. Ja, du bist auf der höheren Ini und sie ist nur bei 14, das heißt, du könntest sogar die Distanzklasse bestimmen oder verkürzen. Sie würde eben auf N kämpfen und ja gut, wenn du E auf S anfängst, dann kann sie das nicht ändern. Also sie würde merken, dass ich sie sogar auf N rankommen lasse. Ich möchte sie ja testen. Okay, ja, dann steht sie irgendwann vor dir und würde auf den Schlag von dir warten. Ja, dann hau ich sie einfach mal probeweise. Probeweise, okay. Das ist getroffen. Okay, dann möchte sie gerne parieren und sie würde ganz gerne bei der Parade das Entwaffnen ansagen. Geht das mit Schild? Ja. Okay. Und das würde gelingen. Jetzt darf ich eine Körperkraftprobe machen, richtig? Richtig. Gut, ja, du merkst, wie sie wohl irgendwie ihr Schwert so geführt hat, dass sie versucht, irgendwie dein Schwert aus seiner Hand auszuhaken. Ziemlich fies. Aber ehrenhaft. Ja, dann grinse ich sie einfach nur an. Ja, das war ihre Aktion und sie würde gerne selber noch einmal zuschlagen und sagt diesmal die Entwaffnung aus dem Angriff an, erschwert um 4 Punkte. Das gelingt. Okay. Ja, ich würde auch einfach nur nochmal normal parieren. Oh, das wird mir auch gelingen. Sicher? Ja, gerade noch so. Wenn sie eine Entwaffnung, ich muss gerade mal gucken, im Wege des Schwertes. Ja, das kann normal pariert werden. Ganz normal und nur die Körperkraft ist dann erschwert, ne? Genau. Danke. Ja, sie ist wie gesagt echt ein Fuchs. Aber wie gesagt, du musst auch keine Körperkraftprobe, wenn du normal pariert hast, musst du keine Körperkraft würfeln. Ja, gut. Ach so, okay. Ja, nee, das war nur die Frage, ob auch die Parade von dir erschwert wäre, aber ist sie nicht. Dann müsste sie noch eine Finte ansagen. Alles klar. Ja, sie ist ein Fuchs. Du bist dran. Ja, dann würde ich jetzt nochmal eine Zweier-Finte probieren. Die wäre auch gelungen. Also man täuscht einmal links an und zieht dann das Schwert auf die rechte Seite rüber. Mhm. Dann sagt sie sich jetzt eine Meisterparade mit dem Schild an. Und zwar eine Zweier und dadurch ist das Ganze um 4 Punkte erschwert. Das gelingt. Ja, Ahmad staunt auf jeden Fall. Ja, dann kommt ganz jetzt kurz von ihrer Seite aus der Angriff. Angriff zum Entwaffnen mit einer Finte 4. Und sie erschwert auch noch einmal das Entwaffnen um 4 Punkte. Also bei einer 6er Erschwernis ist sie jetzt. 6er Erschwernis. Das schafft sie gerade so. Warte, Entwaffnen aus der Attacke hat automatisch eine Erschwernis von 8 schon, ne? Es sei denn, sie hat das Ganze... Nee, Entwaffnen aus der... Ich glaube, das ist nur eine plus 4, ne? Keine plus 8, das ist nur eine plus 4. Bin ich jetzt der Meinung. Es ist ja nicht das Waffezerbrechen. Ja, ich schau mal nach. Kannst du gerne mal nachschauen. Ich bin mir jetzt auch gerade nicht sicher. Ich hatte diesen Kampf nämlich nicht geplant. Okay, ja, ich pariere einfach mal normal. Das wäre mir auch mit der 4er-Finte gelungen.
Und dann brauche ich keine Körperkraftprobe machen, wenn ich das schaffe. Wenn du das schaffst, dann musst du keine Körperkraftprobe machen, genau. Alles klar. Normalerweise kannst du das nicht, aber sie hat natürlich einen Waffenmeister, der ihr das erlaubt. Aha. Also es ging gerade um den Kampf mit dem Schild. Also dann merke ich ja auch, dass sie deutlich erfahrener kämpft als andere Leute. Also man merkt ja, dass sie den Waffenmeister hat, nehme ich an. Ja, das kannst du mehr. Ja, dann ist Ahmad auf jeden Fall beeindruckt. Und also dann, es ist tatsächlich darauf ausgelegt, dass sie den Gegner entwaffnet. Und wenn das denn irgendwann zu schaffen sein sollte, wir müssen diesen Kampf jetzt nicht komplett ausspielen, aber du merkst auf alle Fälle, sie möchte nicht unbedingt dir direkt Schaden machen, sondern dich erst entwaffnen und dann kann sie dich immer noch fragen, ob sie dich töten soll oder nicht. Das ist, ja, also wie gesagt, ne? Also beziehungsweise dann aufs erste Blut kämpfen, da kann sie dich eben einmal schlagen und dann ist Schluss. Und allein diese Technik, die sie dann drauf hat, dass sie mit Schild und Schwert Leute erst entwaffnet, das ist unglaublich ehrenvoll und das ist auch, wenn du nicht so gut wärst, jeden normalen Piraten, das ist einfach echt fein, eine feine Sache. Ja, dann würde ich den Kampf irgendwie nach 5 Kampfrunden oder so abbrechen oder wenn sie mich bis dahin entwaffnet hat, da sie Waffenmeister ist, würde ich ihr das auch zugestehen. Würde ich die Niederlage dann auf jeden Fall eingestehen. Man würde auch merken, dass Ahmad wieder ein wenig zähneknirschend dasteht, ihr dann aber die Hand reicht und meint, ihr seid wahrlich eine gute Kämpferin. Danke, Bruder, Schwester. Wo habt ihr das gelernt, so zu kämpfen? In Fassar. Ich war einige Zeit dort. Wobei ich sagen muss, dass die Kämpfe in der Stadt, in den Straßen nicht so fair ablaufen. Das ist leider wahr. Also, das ist eine üble Gegend. Ich bin dort aufgewachsen. Ach, ihr kommt von da. Richtig. Nun, ich will nicht urteilen über diese Stadt, aber sie ist auf jeden Fall ein gefährliches Pflaster. Hätte ich die Wahl, dann wäre ich lieber auf Maraskan geboren, aber das wurde mir bisher leider noch nicht zuteil. Ihr wurdet hier in den Tulaminlanden geboren? Richtig, und bin hier umhergezogen. Ja. Nun, es freut mich, so eine begnadete Kämpferin auf unserer Seite zu haben. Man wird ihr dann nochmal so, wie bei so einem, unter Kameraden so an den Unterarm greifen, ihr noch einmal, zunicken. Und jetzt müssen wir am besten ein bisschen Klatsch austauschen. Und dann nimmt sie dich mit in Richtung ihrer drei Gefährtinnen, sodass sie dann da eben mit 4+1 sitzt. Und ihr könnt euch dann da unterhalten. Das ist natürlich ein maraskanischer Dialekt, den sie da benutzen, aber da bist du mit deinem Tudamid auf alle Fälle mit dabei. Ja, also ich würde da beim Klatsch und Tratsch mal einfach nur zuhören, weil ich selber nicht viel zu dem Klatsch und Tratsch beitragen kann. Ja, also A, es sind Frauen und B, es sind Maraskaner, also die reden ohne Unterbrechung. Ja, dann fällt es wahrscheinlich auch gar nicht so auf, dass Ahmad einfach nur daneben steht und beziehungsweise sitzt und ab und zu mal was sagen will, dann aber wahrscheinlich von irgendjemand anderem schon wieder quasi irgendwas gesagt wird und so sitzt er dann einfach nur so ein bisschen stumm daneben. Genau, und hört sich interessiert an, was da geredet wird. Wie gesagt, nochmal zur Klarstellung, die anderen haben die Regeln gerade rausgesucht. Ein Kämpfer mit einem Schild kann ein Manöver nicht ausführen, wenn es Doppelangriff ist, das Entwaffnen, beziehungsweise das meisterliche Entwaffnen, der Klingensturm, die Parade mit einer Parierwaffe, der Tod von links, umreißen, Waffe zerbrechen. Und generell ist das Manöver um 8 Punkte erschwert, es sei denn, natürlich man hat die Sonderfertigkeiten dafür. Und sonst ist es um 8, beziehungsweise mit Kampfstab minus 2 und mit Kettenstab und 2 Lilien minus 4. Das sind die Regeln dazu, aber wie gesagt, sie hat Sonderfertigkeiten und einen Waffenmeister, der ihr das erlaubt. Alles klar, ja. Also sie ist ziemlich gut und alle Maraskaner kämpfen eben auf ihre eigene Art und Weise, so Mujida mit dem Kriegsfächer, kann damit dann teilweise auch Geschosse aus der Luft abwehren. Mada Hajida ist mehr eine Piratin, wird dir auffallen, und kämpft dann mit Säbeln. Und da kannst du gerne mal auf Sagen und Legenden würfeln. Und Jinda Jita kämpft dann mit 2 Lilien. Sagen und Legenden, da.